Hey Leute, ich habe das Teil endlich bekommen. Jetzt schauen wir uns mal an, ob das hier das Richtige ist. Die Maschine ist schon bereits sauber. Einiges müsste ich noch machen, glaube ich. Schauen wir dann. Einige Teile sind vielleicht noch nicht ganz sauber. Muss ich mir noch anschauen. Kaffeeauslauf, ja, der schaut noch nicht so ganz. Muss ich noch ein bisschen nach. Das ist so trocken. Das habe ich nicht wirklich rausbekommen. Es ist immer noch braun. Aber schauen wir uns zuerst mal das Ganze an. Ob das das richtige Teil war. So. Gut, mal sehen. Das eh passt. Ja, das sieht gut aus. Na dann, bauen wir es um. Ich bevorzuge diese Schälchen eben wieder zu benutzen. Aber mal sehen. Das tut sie nicht so. Ich glaube, die werde ich nicht wirklich benutzen können. Dafür habe ich hier welche mir schon besorgt. Zusätzlich zu dem, weil von der Firma, wo ich sie bekommen habe, war eben die Mindestbestellung mit Versand eben 20 Euro oder so. Deswegen, naja. Ah, komm schon. So, jetzt muss es draußen. So. 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 Dichtungen. Zwei waren drin, ich nehme auch zwei rein, sicherheitshalber. Eine, zwei, so, tue ich das vorher rein oder nachher ist die Frage. Oh je. Dann muss ich den Schlauch irgendwie rauskriegen. Probieren wir es mit der Spitzzange. Oh je, oh je.
Ich muss mir da was überlegen, Moment. Schauen wir uns mal. Vielleicht schaffen wir das, wenn wir eine Schraube reindrehen. Und dann das Ganze ziehen. Und vielleicht bricht das alles nicht. Okay. Es bricht. Na gut, dann. Jawohl, wir haben es. Ganz gut, schaut rein aus. Gut, dann spielen wir jetzt nicht mit den Schälchen, sondern tue einfach die neuen rein. Ja. Schauen wir mal. Wie sieht es aus? Okay. Moment, Werkzeug. Das darf noch nicht zu gespannt sein. Das passt. Ich glaube, vielleicht noch ein bisschen rausziehen. Geht nicht raus einmal. Jetzt lassen wir das so. Es bleibt auf jeden Fall in Position, es kann nicht raus. Lassen wir es lieber so. Gut. Gut, das passt. Das passt doch. Macht den Fehler nicht, den Schlauch irgendwie von da hinten reinzudrücken, sondern wirklich hier oder ganz außen. Er darf nicht abgezückt werden, weil wenn er den weiter hinten gibt, dann zückt er sich ab, wenn er den Deckel da reingibt. Dann kommt kein Wasser. Dann habt ihr wieder Probleme mit der Fehlersuche. Gut, das sieht schon alles ziemlich sauber aus. Das muss ich noch reinigen, bevor ich es reingebe. Moment kurz. Passt. So, Deckel drauf. Dichtung. Schrauben drin. Wo sind die Schrauben? Da sind die Schrauben.
Gut, dann überprüfen wir, ob wir hier alles drin haben bei der Maschine, nicht dass da irgendwelche Teile überbleiben. Das kann ich dann nachher schließen. Ich könnte jetzt die Dichtungen vielleicht etwas Fett dazu geben. Das kann man dann im Nachhinein auch schließen. Gut. Darauf achten, hier da diese Spitze ist die Führung, die kommt da in diesen Loch hinein und dann geht das Ganze ziemlich einfach. Gut, die Schrauben tun wir dann später rein. Oder schrauben wir es einfach zu, ich habe hier nicht vor, sie wieder aufzumachen, hoffentlich. Das Seitenstück, das sind so vier kleine kurze Schrauben. Hier haben wir eine. Da haben wir eine. Da ist die Dichtung drauf. Das suchen wir. So, dann, was kommt jetzt? Immer wieder schauen, genau. Bevor ich den Deckel raufgebe, muss die Tür auf jeden Fall rein. Gut, was fehlt noch? Ich glaube, das passt jetzt, aber jetzt können wir dann den Deckel draufgeben. Das vordere Stück, vorne kommt das Ganze her, das geht wieder zurück, so jetzt
nochmal drauf. Schon auf den Schlauch. Ja, der passt. Gut, den immer wieder. So, jetzt kommt das Display. Wo ist das Display da? So. Display rein. Die Schiene nicht vergessen. Da sind eben diese Clips an. Das heißt, die Gummis hochheben und das da reinstecken. So, das ist drin. Display steht jetzt auch. So. Das da jetzt rein. Einfach auseinanderziehen. Reingeben. So, jetzt werden die zwei Schrauben angeschraubt. So, jetzt kommt dann das. Genau, und hier ist eine Schraube. Die müsst ihr auf jeden Fall anschrauben, bevor ihr das Display reingibt. Aber wenn ihr das nicht macht, habt ihr dann das Problem, dass sich das da bewegt. Das da bewegt sich dann, weil es nicht fix ist. Und aber diese Öhrchen hier halten dann dieses Teil ziemlich fest. Und wenn ihr jetzt da die Schraube nicht einbaut, dann könnt ihr über das nicht so einfach raus. Dann habt ihr ein Problem mit dem Display, also mit dieser Hülle, was da drüber ist, dass die da weggekriegt. Deswegen auf keinen Fall vergessen, diese Schraube hier reinzudrehen. Das hatte ich schon nämlich das Vergnügen. Es hat ewig gedauert, bis ich das aufgekriegt habe. So, Knopf ist drin. Okay, das haben wir auch drin. Jetzt einfach nur reindrücken, damit der da über diese Öhrchen kommt. Der Knopf fliegt schon wieder. So. Jetzt muss aber reingehen. Einmal klack. Noch mal Klack. So, jetzt die Schrauben. Und dann ist die schon mal zu. Wie jetzt da haben wir genug zusammengebaut. Jetzt versuchen wir unser Glück.
Ja. Sehen wir uns das einmal an. Was fehlt mir noch? Die Brühgruppe. Steckt. Was er will. Das ist schon mal super. Wenn sie Wasser möchte. Passt. Kaffee. Die Kappe muss ich noch schließen. So geht das dann rein. Jetzt tun wir ein bisschen Kaffeebohne rein. Und schauen wir mal, wie das ausschaut. So. Tun wir noch ein bisschen Wasser, wo immer. So, Menü. Okay, das ist einmal falsch. Drinks. Hot Water, genau, das war noch. Ne? Eingeschlossen, okay. Also was ich da so beobachten kann, kein Tröpfchen kommt da raus, nichts. Alles kommt da rein. Nicht ein Tropfen. Okay. Gut, ich würde mal sagen, das ist jetzt bis jetzt die erste fehlerhafte Brühgruppe von Seiko, was ich bis jetzt so gesehen habe. Das ist auf jeden Fall durch, also es funktioniert alles, das läuft. Das muss ich mir dann noch anschauen. Aber die baut so einen starken Druck auf, dass das Ganze dann eben aus dem da hinausläuft, von dem her. Das heißt,
Ich glaube eher, dass die Brühgruppe auch dafür verantwortlich ist, dass die einfach zu viel Druck da aufgebaut hat und hinten eben dieses Teil sich eben verabschiedet hat. Weil mit der Brühgruppe jetzt ist kein einziger Tropfen runter daneben geflossen, da hinten gar nichts. Kaffee schmeckt gut. Sehr schöne Crema. Gut. Dann baue ich sie jetzt noch weiter zusammen. Hier da die zwei Schrauben, die Leisten noch. Und dann sind wir soweit. Gut, hat mich gefreut.